Hallo allerseits, schön, dass ihr da seid. Also, wir haben jetzt das Thema Projekte übernehmen, so wie eine Checkliste. Also, die Idee dazu ist gekommen, weil ich immer wieder jetzt auch Anfragen kriege, dass bestehende Webseiten, kleine bis ganz große, einfach entweder Administrator geht verlustig oder irgendwie sie sind überfordert mit dem, weil die Installation recht stark gewachsen ist. Und dann, ob ich das betreuen kann, das Projekt. Oder es kommt jemand auf dem Joomla 3 Webseite, ich brauche ein Update auf Joomla 4, können Sie das machen? Dann sage ich so, ja, aber. Und da geht es jetzt drum, und das wäre jetzt so die Idee, das dann auch ein bisschen gemeinsam zu erweitern, also auch voneinander irgendwie das zu lernen. Also ich habe ein paar Punkte vorbereitet, die gehen wir gemeinsam durch, und die Bitte ist dann auch, dass ihr euch gerne da auch interaktiv beteiligt, wir das ergänzen und ihr dann natürlich auch alle das mitnehmen könnt. Und es ist ja auch online dann. So, zuerst noch kurz zu mir. Sigrid Gramlinger, mein Name. Ich mache seit 16 Jahren Joomla-Webseiten mittlerweile. Habe eine Joomla-Agentur, also wir machen ausschließlich Joomla-Webseiten in der Nähe von Wien seit 2010. Wir sind mittlerweile zu viert im Team fix. In Österreich gibt es so KMU-Digitalberatungen, da bin ich auch so zertifizierte Beraterin, also so allgemein. Und ich mache zurzeit ein MBA in IT-Consulting. Da kommen auch ganz viele spannende neue Themen. Da war das Projektmanagement-Ding, das ich heute schon mal erzählt habe. Ja, bin beim Joomla.de Österreich schon von Anfang an. 2015 war der erste, den ich auch mit initiiert habe. Und Joomla.de Dach jetzt seit 2 Jahren. Und als Teilnehmerin auf Joomla.de, ich glaube, ich war auf allen seit 2011 oder so oder 12. Habe die Joomla User Group Wien mit initiiert und organisiert immer noch mittlerweile. Ist auch ein bisschen eingeschlafen nach Corona, aber ja. Und bin eben seit 2 Jahren CMS Release Team Lead. Also, das ist so mein Beitrag ans Joomla-Projekt Retour. Ich verdiene schließlich meine Brötchen, unser Essen mit Joomla, und das ist die Idee, da auch was zurückzugeben. Und das, ja, das haben wir schon. Wir haben schon Tester, die Claudia ist zum Beispiel da, mit Beat haben wir heute schon gesprochen. Ja, einfach um die Qualität von Joomla langfristig gut zu halten. Genau, also wenn ich jetzt so ein Projekt kriege, das ist immer so, also ich habe so ein paar Stufen. Das erste ist, eine Joomla-Installation rauszufinden ohne Backend-Zugriff. Also was kann man alles rausfinden, wenn man keinen Backend-Zugriff hat? Das zweite ist dann, wenn ich mich wirklich einen Administratorzugang habe, was man da alles nachsehen kann und sollte. Das nächste wäre dann mit FTP-Zugriff. Datenbank-Zugriff ist dann das noch eins. Und dann ist noch so ein Punkt, was man noch alles so rundherum machen könnte. Also Tools oder und so weiter. Also, ich blende das mal jetzt alles ein. Jo. Also alles, was man jetzt ohne Zugriff machen kann. Also ich kenne nur den Domain, also ohne Domain wird es schwierig. Also ich muss schon die Webseite wissen, aber dann mal dahin zu gehen. Das erste wäre mal im Quellcode nachzusehen. Und im Quellcode manchmal steht der Generator Joomla drin und dann ist schon mal klar, okay, es ist eine Joomla-Webseite, das hilft. Oder man sucht eben zum Beispiel, also ein Ordner, wo man es relativ schnell sieht, finde ich, Templates. Weil da steht dann nochmal der Template-Name drinnen. Aber wenn der dann so heißt wie die Webseite, dann ist das halt womöglich wirklich ein Custom-Template. Das kann gut oder schlecht sein, aber nochmal wertfrei sein. Oder man sieht schon, dass das, was ich ein UTM ist, ein Helix, ein JS für Joomla Shine, da muss man dann vorsichtig sein. Also man sieht da schon einiges am Quellcode zum Beispiel. Was auch ein guter Indiz ist, wenn der WP Content steht, ist es WordPress und kein Joomla. Hatte ich auch schon. Also mache ich nicht, ja. Also sage ich, okay, bitte WordPress-Agentur suchen. Und einfach so auf der Webseite mal nach Joomla suchen. Das hilft manchmal, manchmal steht das dann mal noch irgendwo. Habt ihr noch andere Ideen? Ja? Nach der Version, also wenn man wirklich Ja. nicht weiß, welche Version das ist, da gibt es dann die Möglichkeit, dass Ja. du, glaube ich, nach Languages, irgendwas, eine Ja, XML-Datei, und genau. dann kriegst du dann die Version von Joomla raus. Ja, genau, das werde ich noch dazu ergänzen, ja. Es gibt auch Websites, wie zum Beispiel Buildwith, wo man dann schon mal die Webseite Ja. und Domain checken kann und da meistens auch schon rauskommt, welches CMS ist es, welche Version. So, warte, das mal, ich schreibe das da jetzt gleich dazu. Also, wir haben da jetzt einerseits noch über die XML, die Version, das kann man. Das ist jetzt nicht mehr die URL, aber es ist irgendwas mit Language Ja, und dann das ging es ergänzen wir vor dann noch, aber das und muss ich nicht vergessen. Und das war Bildwith. Build.com wahrscheinlich, kann man nochmal dann. Ich korrigiere das dann noch rein, aber das muss ich nicht vergessen. Ja. Ich habe vor vielen Jahren eine für den Browser Chrome Erweiterung installiert. Das zeigt genau die Version an. Das gibt es jetzt nicht mehr und ich habe es noch drauf.
Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, und zwar beim Domainnamen /readme.txt. Dort steht die meine Version drin. Kann ich. Da sieht man, das ist 3.9 oder 3.8 oder 13. Mit großen Buchstaben geschrieben. Ah. Ganz groß, oder? Ja. Ja. Und das andere war so ein Browser-Plugin, aber das greift wahrscheinlich auch auf diese XML-Datei. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob das unter Joomla 4 noch geht mit dem XML. Aber es kann sein, ich weiß es nicht. Okay, aber das, ich ergänze das dann noch, genau. Wobei die XML-Datei ist die Version des Sprachpaketes. Also das, daraus kann man nicht hundertprozentig schlussfolgern, welche Joomla-Version okay. Ist. Also aber man kriegt ein Gefühl, ob es eine 3.6 oder eine 3.7 ist. Sozusagen, also die Joomla, die Sprachversion wird ja jetzt nicht neuer sein als die Joomla-Version. Und kann man das vielleicht ein geht aber. In 3 geht das. Geht alles, aber ja. Das ist so der Indiz, dass man mal ungefähr weiß, ist die Seite jetzt 5 Jahre alt oder ist sie 1 Jahr alt oder so. Ja, genau. Den kann ich dir gleich geben. Ich habe den. Ja, super. Machen wir noch. Genau. Ja. Ja, dann habe ich eh noch da die Netzwerkanalyse, also einfach unten in den Entwickler, im Browser, in den Entwickler-Tools, mal schauen, auch welche Dateien werden noch so geladen, zum Beispiel, das gibt auch manchmal Aufschluss. Schauen, ob in der Konsole Fehlermeldungen sind, also sieht man auch so irgendwelche jQuery-Geschichten oder so zum Beispiel, also sieht man ja auch unten. Die Fehlerseite mal aufrufen, dann weiß man auch manchmal schon, also wenn dann immer nur die Startseite kommt, das ist auch was, was ich so gar nicht mag, aber das ist auch so, dass man so ein bisschen rausfindet, wie sind die Qualität von der Seite eigentlich. Google Lighthouse einmal durchlaufen lassen und schauen, ist das optimiert, ist das gut oder schlecht. Einfach um Sachen in der Hand zu haben, um das mit dem Kunden irgendwie auszureden dann. Genau, und dann einfach mal versuchen, die in das Backend aufzurufen. Das sieht man auch an der Farbe, an dem Blauton in Joomla 3 ungefähr, in welchem 3.3, 3.4, 3.5. Also da sieht man, das wird immer dunkler, glaube ich. Das hilft. Genau, die Farbe, die Version. Oder man sieht auch, ob der Administrator versteckt ist, also weitergeleitet. Weil dann hat sich da schon mal jemand was überlegt und ein bisschen sicherheitsmäßig was getan und so. Es kann sein, dass Admin-Tools installiert sind, also solche Sachen, das sieht man dann auch. Ja, dann der Screaming Frog Spider, den haben wir schon ein paar Mal heute bei den SEO-Vorträgen gehört. Macht wer mit dem? Verwendet ihr den? Bezahlte oder kostenlose? Bezahlte. Ja, genau, bei der kostenlosen. Sie steht zwar bis 500 Links, also wer kennt es nicht? Das ist eine Software, die man lokal installiert. Man zahlt pro, also Installation, also eine Lizenz, kostet eben 180 Euro im Jahr, glaube ich, oder 150. Und es gibt eine kostenlose Version und man gibt dann eine Domain ein und der crawlt die Seite. Und mit der kostenlosen Version crawlt er 500 URLs. Jetzt denkt man sich auf einer kleinen Seite, das ist eh okay. Reicht aber normalerweise nicht, weil der alle Bildaufrufe, alle JavaScript, sonst ist alles eine URL. Also man ist dann doch auch bei so kleineren Projekten unter Umständen auf den 500 Links. Und das geht sehr gut. Man kann sich die Crawls auch speichern, also da speichert ihr lokal. Das heißt, ich kann dann noch nachsehen, was war auf der Seite vor 2 Monaten, also jetzt wirklich in laufenden Projekten. Und man hat dann schöne Listen, also XML-Map, also Sitemap, Fehlermeldungen. Also ein Relaunch mache ich nicht mehr, ohne dass ich da das vorher mal gecrawlt habe, danach gecrawlt habe, Umleitungen anzulegen. Also es ist extrem nützlich, das Tool. Und da mal das über die Seite laufen zu lassen, zu sehen, wie groß ist denn die Seite überhaupt. Also wie viele Links sind das, wie viele URLs sind das. Das kriegt man auch raus, wenn man in die Seite googelt. Und wenn ich Site vorne hinschreibe, site:// domain.de, dann sehe ich, wie viele Seiten hat Google von der Seite im Index. Wenn das jetzt 15 sind, ist das eine kleine Seite. Sieht man wahrscheinlich auch am Menü. Oder sind es irgendwie, keine Ahnung, 1 Million. Also da kriegt man auch so ein bisschen Größenordnung. Also das könnte ich... Einfach die Seite zu googeln, also den Namen der Firma zu googeln, dann sieht man auch schon, ist das optimiert oder nicht. Oder eben wirklich mit Site, also was gibt man dann ein, site://domain.de zum Beispiel, dann sieht man, wie viele Seiten im Index sind von dieser Domain. Das ist öffentlich, das kann jeder machen. Genau, das hilft auch. Ja, und dann einfach so einen generellen Eindruck zu kriegen. Es geht immer darum, wenn man ein Projekt übernimmt und dann hinten nach drauf kommt, da ist Kraut und Rüben, das ist ewig nicht gewartet. Das sind 17.000 Erweiterungen, die keiner verwendet. Aber das sieht man eben von vorne noch nicht. Ne? Ja, man könnte auch vielleicht noch so ein Sicherheitstool drüber, also mal ein bisschen gucken oder sowas. Ja. Aha, ist es vielleicht irgendwie.
ist gehackt oder so, ja. Ja, genau. Ja, dann hat man eigentlich schon ganz gut gesehen. Ja. Machst du ein Angebot, wenn du keinen Zugang zum Backend kriegst? Ich bringe dann ja also immer das Beispiel von Zahnarzt. Mhm. Also wenn du den Mund nicht öffnest, dann kann der Zahnarzt auch nicht. Ich verwende den Installateur auch. Ja, ja, dann kriege ich oftmals einen Zugang. Ja. Ich überlege gerade, ob ich wirklich, nein, das hilft eher mal so einen ersten Eindruck zu kriegen und wenn die wissen wollen, ob man es überhaupt machen würde, also so, das ist so dieses Erste. Ich glaube, ein Angebot würde ich auch nicht machen, ohne, also irgendwann komme ich dann schon ins Backend auch rein. Oder zumindest zu sagen, okay, ich kann mal eine grobe Schätzung machen, aber detailliert und verbindlich kann ich es erst machen, wenn ich tatsächlich einen Backend-Zugriff habe. Ja. Gut, das wäre dann das, dann gehe ich mal, ich mache es jetzt in dem Zugriff gleich. Ja, und dann mit Backend-Zugriff. Ich lese mal einmal kurz vor, dann können wir ja noch auf einzelne Punkte eingehen. Was ich generell dann mache, wenn ich wirklich einen Administrator kriege, die geben mir dann oft ihren Super-Administrator, das will ich eigentlich nicht. Ich lege mir dann einen eigenen Super-Administrator an und sage denen dann, sie sollen das Kennwort ändern. Also nicht schon zu früh, die anzulegen? Kommt drauf an. Aber meistens kläre ich es ab und sage denen, weil den können sie jederzeit deaktivieren wieder, ne? Das ist die Idee. Sie können natürlich ein Kennwort ändern, aber dann würden Sie notfalls auch sehen, was ich gemacht habe. Das erkläre ich auch dazu. Ja? Wenn die mir wirklich einen Super-Admin geben, sage ich, ich lege mir als erstes einen eigenen Super-Admin an, weil den können Sie jederzeit aktivieren und können mich nicht mehr reinlassen. Und eben auch aus verschiedenen Gründen. Oder wenn Sie wirklich Super-Admin, sage ich, okay, bitte aber nachher wirklich das Kennwort ändern. Ja. Ja. Oder ich kriege nur einen Administrator, aber dann sieht man schon wieder, das wäre vielleicht auch noch eine Unterscheidung gewesen, wenn man nur einen Administratorzugang hat, dann sieht man nämlich die Extensions unter Manage nicht. Also das wird auch noch fehlen. Genau, also wenn ich wirklich Backend Superadministrator Zugriff kriege, dann lege ich mir einen eigenen User an, weil dann bin ich nachvollziehbar. Ich will transparent sein, ich will da nicht, dass ich dann die Schuld kriege, irgendwas gemacht habe, weil wenn die nämlich die Benutzeraktivitäten, Benutzerlogs anhaben, dann sehen die auch, was ich gemacht habe oder dass ich eben eh nichts gemacht habe. Ja? Also das ist auch zu meiner eigenen Absicherung, finde ich. Ja. Genau, dann sieht man eben meistens schon die Meldung mit den Updates auf den ersten Blick. Wenn die dann wollen, dass ich mehr mache, dann schaue ich immer auch mal Backup erstellen, machen die das? Wann ist das letzte gemacht? Und sobald da irgendwas drinnen ist, dann wirklich auch auf den Knopf zu drücken, also abzuklären vorher, darf man ein Backup machen. Läuft das überhaupt durch, ja? Also da sind wir jetzt schon schon weiter drinnen, ja, weil eines der ersten Dinge dann ist auch wirklich, wenn es dann ins Ding geht, schauen, kann ich das Backup wiederherstellen? Wenn nur ein Backup zu haben, bringt auch nichts. Ne? Das haben wir heute schon vorher gehabt. Genau, die Backups prüfen, also sind welche da, von wann sind die letzten, ich sehe immer wieder auch Seiten, der letzte Backup 2019. Mhm, danke. Darf ich da auf den Knopf drücken, so sicherheitshalber, dann haben wir gleich wieder mal eines. Also da rufe ich dann an und sage, also es wäre jetzt ganz dringend, das als erstes gleich einmal zu machen und das zu prüfen. Dann, was ich auch immer mache, gleich einmal in die Kategorien zu gehen, also Inhalte, Kategorien. Also ich bin jetzt viel in Joomla 3, weil es sind meistens zurzeit Joomla 3 Seiten, die kommen, die halt ein Update wollen. Zu schauen, wie viele Kategorien, das kriegt man schnell einen Überblick über die Inhaltsstruktur. Ne? Sind das viele Kategorien, wenige Kategorien, ist viel im Müll oder nicht? Wurde da mal so ein Template-Package installiert, das diesen ganzen Lorem Ipsum-Scheiß da auch drin hat? Da kriegt man relativ schnell einen Überblick. Ne? Also weil nur die Beitragsliste zu schauen, das ist oft nicht so ganz. Aber in der Kategorieübersicht habe ich es eigentlich schon mal ganz gut drinnen. Das gleiche bei den Benutzergruppen. Dann sehe ich auch schon mal. In der Benutzerliste sehe ich auch was, da kann ich filtern, aber in der Benutzergruppenübersicht habe ich auch die Zahlen. Ne? Sind da Benutzergruppen angelegt, wie viele sind da drinnen in den Gruppen? Das hilft auch. Dann natürlich die Extensions, einfach nur mal das Dropdown aufmachen. Extensions, ist die Liste so lang oder ist die so lang? Ich habe eine Seite, da ist das, glaube ich, wirklich schon fast, geht schon unten raus. Da kriegt man auch schon mal ein Gefühl dafür, was ist das? Muss man da mehr Zeit jetzt noch investieren oder geht das dann schon? Mm. Dann auch die Systeminformationen aufzurufen, weil man da auch nochmal PHP-Server-Geschichten sehen kann. Manchmal sagt zunächst, man sieht vielleicht, wo ist die Seite gehostet. Also Provider kann man vielleicht auch erkennen in den Systeminformationen. Auch die Medien sich mal anzuschauen, was ist da im Media Manager, wie viele liegt alles auf der ersten Ebene, sind da Strukturen angelegt, wie undurchsichtig oder nicht undurchsichtig ist das. Dann bei den Templates zu schauen, wie viele alte Templates sind da, die nicht aktiv sind oder die aktiv sind. Und ja,
Da sieht man auch manchmal dann noch Sachen, die halt aus 2.5 zum Beispiel mitkommen, dann weiß man auch, okay, die Seite gibt schon länger. Und dann die Update-Sites zum Beispiel anzuschauen, also wirklich auf Extensions, wie heißt das, Aktualisierungsquellen heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Ich mache es meistens auf Englisch, weil ich damit Support-Geschichten schneller bin. Die Aktualisierungsquellen anzuschauen, oft sind da, weil wenn ich es bei den Updates nicht drinnen habe, kann es sein, dass das installiert ist, es ist deaktiviert, die Aktualisierungsquelle, also alles schon gehabt, ja? Aktualisierungsquelle ist ausgeschaltet und da sind ewig alte Versionen drinnen. Und die werden nicht aktualisiert, die werden nicht angezeigt, weil die Aktualisierungsquelle deaktiviert ist oder gelöscht ist oder was auch immer. Also das Thema, habt ihr euch die Aktualisierungsquellen, kennt Update-Quellen, kennt ihr das? Habt ihr euch das schon mal angeschaut? Da gibt es so einen Button, löschen, kann man, ist kein Problem. Unter älteren Joomla 3 Versionen muss man noch aufpassen, es kann sein, dass dann Lizenz-Keys verschwinden, die man noch bei Arkiva Backup war das früher so, oder generell, weil das Joomla nicht unterstützt hat. Mittlerweile ist es, wenn es die Extensions sauber gemacht haben, kann man die Aktualisierungsquellen einfach löschen und neu generieren lassen, weil Joomla quasi in die XML-Dateien reingeht und sich diese Aktualisierungsquellen neu generiert. Also der Löschen-Button ist ungefährlich. Es kann sein, dass Lizenzschlüssel weg, nicht die Eintragung weg ist. Also das würde ich auch nicht machen, wenn ich da noch keinen Auftrag und gar nichts habe. Aber auf so Seiten, wo dann wirklich ich lokal versuche, das abzudaten zum Beispiel, da mache ich das dann schon. Also so, um wirklich alle Update-Quellen neu drinnen zu haben. Weil ich weiß zum Beispiel, da ist eine alte Aki-Mailing-Version drinnen, zum Beispiel, und der zeigt mir die aber bei den Updates nicht an. Dann in die Aktualisierungsquellen reingehen, schauen, ist ein Eintrag da, den löschen oder generell neu generieren lassen, dann müsste der eigentlich da sein und dann wird das Update auch angezeigt. Also das ist so. Genau, dann haben wir da drüben die Extensions, also wie viele sind das? Sind das welche bekannte? Sind das eher so exotische, die man vielleicht noch nicht gehört hat? Kann man auch im Extensions Directory mal nachschauen, wann gibt es denn Updates? Was für Bewertungen hat das, wenn man das nicht kennt? Ja, dann bei den Extensions. Ich will gerade, ob ich eine Installation habe. Wenn man in die Extension-Liste reingeht, also das mache ich immer dann auch, unter Manage habe ich eine Liste mit allem, was installiert ist. Und wenn man dann nach der ID absteigend sortiert, also zweimal auf die Sortierreihenfolge, dann werden die ja quasi alles, was installiert ist. Also in Joomla 30 ist ja noch so, alles, was unter 10.000 ist, ist Joomla Core. Und alles, was über 10.000 ist, ist dazu installiert. Und dann sieht man auch nochmal wirklich alles durchgehen und schauen, was sind da noch so für Extensions drinnen, die vielleicht nicht im Menü angezeigt werden. Also im Extension-Menü kann sein, dass Einträge fehlen. Also da findet man wirklich alles dann. Und dann auch noch auf Discover zu schauen, also da gibt es dann, das heißt glaube ich auch auf Deutsch auch Discover, zu schauen, ob, wenn eine Extension am Server ist, also der Ordner dort ist und die nicht installiert ist, wird die unter Discover angezeigt. Und das können auch alte Versionen dann drinnen sein. Und gerade vom Joomla 4 Update soll man die auch rauskicken, dann entweder am Server den Ordner löschen oder das installieren und dann deinstallieren. Das geht normalerweise. Damit man da diese Dinge aufräumt. Jetzt sind wir eigentlich beim Thema Update, aber das ist auch. Aber ich sehe unter Discover auch, was ist denn da alles einmal installiert worden. Wenn, ja, alles schon gesehen. Genau, Datenbank reparieren ist auch sowas, wenn die kommen ja auch oft, weil sie Probleme haben. Nachzuschauen, was ist die Datenbank, ist das Datenbankschema, sind die Updates sauber gelaufen, dann ist normalerweise kein Problem, aber es könnte sein, dass da unterschiedliche Versionen drinnen stehen. Und was ich dann auch manchmal noch mache, gerade bei den Updates, dieses GSHI, ich weiß gar nicht, wie das ausspricht, das ist noch so ein Indiz dafür, dass das eine alte, dass das mal Joomla 2.5 war. Das hilft bei den Updates manchmal. Oder sogar 1.5, das kommt noch ganz lang, glaube ich. Ja. Genau, wenn unter Images ein Stories-Ordner liegt, dann ist das auch noch eine ganz alte Situation. Das ist nur 1.5, genau. Ich habe noch eine Ergänzung zu der Slide davor. Ja. Wenn du Zugang hast zu dem Template-Ordner zum Beispiel, hast du ja generell wahrscheinlich FTP-Zugang. Ah, das kommt dann noch, genau. Damit FTP kommt dann, ja. Aber du könntest theoretisch da schon, wenn du nur den FTP-Zugang hast, kannst du auch da schon auf die Datenbank zugreifen, mit denen du die entsprechenden Tools installiert hast. FTP hast, ja, hast, das stimmt. Auch davon raus, ja, ohne ja. So ein PHP-Admin zu geben, könntest ja. Du alle auch schon, es gibt eine PHP-Bibliothek, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Da kann man sich reinhacken. Und kann dann quasi von dem FTP ohne PHP-Admin direkt auf die Datenbank zugreifen. Und kann dann mir da die Extensions auslesen oder was für Tabellen existieren da noch und welche anderen Extensions und so weiter. Das heißt, du musst eine PHP-Datei hochladen, die du dann aufrufst und die zeigt dir das an. Dann kannst du dich da in die Datenbank einloggen, ohne dass du PHP-Admin hast.
Oder ja. Einloggen mit den Datenbank. Genau, Zugangsdaten. Genau. Wenn du quasi Datenbankzugangsdaten hast und FTP-Zugangsdaten, aber keine MyPHP-Zugang, dann könntest du sogar theoretisch in dem Wege auch einen Admin-Zugang erstellen in der Datenbank direkt. Das ist dann auch, wenn ein Super-Administrator verloren gegangen ist, auf einer Seite auch da reinzukommen. Ne? Das ist mein häufigster Anruf. Ja. Wir haben eine Webseite, aber wir kommen nicht mehr dran. Ja, genau. Der hat das mal gemacht, das war der Vater von der Schule, der hat dann irgendwann mal, jetzt ist er weg und hat es. Genau, ja. Da gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Ne? Ja. Ich mache immer das Datenbankpasswort neu. Ja. Es gibt in den Juno Docs sogar eine Beschreibung dafür auch. Du könntest dir, wenn du weißt, wenn du schon einen User kennst du, ja. Du kannst in die Configuration PHP eintragen, dass der User Super-Admin sein soll. Ah, ich bin über den Weg über die Datenbank, dann habe ich einfach ein Passwort gesetzt. Ja, genau, das geht auch. Das geht meistens am schnellsten, aber wenn du das zum Beispiel nicht hast, weil du nicht auf die Datenbank kommst, aber du hast einen User, der aber nicht Super-User ist, dann kannst du in der Configuration PHP den User zum Super-User machen, den einen, den du weißt. Das steht in der Joomla-Dokumentation drinnen, also unter Docs Joomla suchen, da steht das. Der Workshop doch schon gelohnt. Na schau. Ich hätte noch eine Frage zu den Extensions. Da gibt es ja öfters welche, gerade die über 10.000, wo gar nichts eingetragen ist. Ne? Also wenn man irgendwas ominös ist, man kann es nicht auskriegen, würdest du sowas in jedem Fall erstmal löschen. Also teilweise muss man das zu überprüfen, also zu installieren. Ja. Macht er nicht, ich kriege es auch nicht gelöscht. Man kann also dann wirklich nur bei PHP mal Admin das dann wirklich auslöschen aus der Datenbank. Aber teilweise gibt es da auch Schwierigkeiten. Also, wie gehst du mit sowas? Wie mit solchen Extension, wo nichts angezeigt wird, was vom Hersteller oder. Es kommt darauf an, ob das was ist, was man kennt, ob irgendwann mal eine Installation schiefgegangen ist. Oder das müssen irgendwelche Reste sein. Also ich habe das schon ein paar Mal gehabt bei einigen Seiten immer mal wieder. Gerade solche Fälle, solche Altlasten und also bei einer kriegt es bis heute nicht raus und nach was man es nicht. Ja, also das eine ist, wenn es eine Extension ist, die ich kenne, wo ich ein Installationspaket oder so habe, nochmal drüber installieren und nochmal deinstallieren, schauen, ob es funktioniert. Wenn das nicht geht. Ich weiß, was es ist, weiß ich nicht, dass ich drüber installiere. Ja, okay, das ist nicht. Dann habe ich dann irgendwie eine ID von 10.537 und dann ist leer. Ja. Ist alles leer. Ja, ich habe das auch letztens erst gehabt, ja. Ich habe dann unter Discover, schaue ich dann unter Discover, ob vielleicht irgendwas nicht installiert ist. Also da siehst du, da kannst du auch nochmal prüfen lassen. Das ist nochmal eine Option, dass du vielleicht darüber das installierst und das dann hast. Wenn's ja, das kann sein. Achso, das habe ich ja gemeint, überprüfen. Ich habe jetzt da nur die Joomla 4. Wenn das auch nicht klappt, dann hast du da irgendwie das kommt auch nicht dran. Nee, ich sage das sonst nachher, genau. Überprüfen heißt das auf, genau. Genau, oder sonst halt wirklich, also ich stoße auf jetzt bei so Joomla 4 Updates, wo wir halt vorher die Joomla 3 wirklich sauber machen, also genau solche Einträge auch rauskicken. Und da halt, wenn du das nicht kennst, ich google dann halt auch zum Beispiel nach dem Namen, was das ist, dass keiner weiß, nichts installiert zu sein scheint, dann in der Datenbank löschen die Zeile. Ja. Und auch nochmal schauen in der Datenbank, ob vielleicht noch andere Sachen mit dem gleichen Namen sind, Plugins oder Module oder so. Steht dann meistens in der Nähe in der Datenbanktabelle und dann nochmal schauen. Und dann nochmal schauen, also das Löschen, schauen, was passiert. Also Backup ist eh obligatorisch, aber das würde ich dann auch so machen. Ja, das ist das, was man oft mache, was ich schon oft gefunden habe bei Seiten bei den Migrationsjoomla 4 jetzt, dass dann auch Tabellen drin sind mit Joomla 1.5, 1.2.5 und 3. Und dass ich quasi jedes Mal neue Tabellen angelegt habe mit derselben Datenbank. Das heißt, du hast irgendwie einen riesen Datenbankbestand, den du mal reduzieren kannst. Ja. Ich habe letztens bei einem Kundenprojekt eine Datenbank von 150 MB auf 20 MB zusammengedampft. Ja. Ich hab auch ein Projekt gehabt, die haben, ich glaube, die haben alle Joomla, alle Online-Shops, die es so gab, jemals da rein installiert und deinstalliert und die Tabellen bleiben dann alle. Da war Virtumat, da war Joom Shopping, da war noch irgendwie zwei andere Shops oder so drin und haben aber gar keinen Shop gehabt. Ich habe letztens auf der Schulwebseite Virtumat gefunden. Ja. Hat irgendwann mal installiert, deinstalliert und die Tabellen bleiben dann aber manchmal da. Also manche Erweiterungen machen sauber, Akimailing zum Beispiel, weiß ich. Wenn man es deinstalliert, dann sagen die, es ist gelöscht, aber die Tabellen noch nicht. Das hat bei denen den Vorteil, dass man, wenn man es wieder mal installiert, dann die Einträge noch hat, aus welchen Gründen auch immer. Aber wenn man es wirklich raus haben will, dann muss man in MySQL diesen Befehl einfach kopieren und in MySQL rauslöschen. Also wenn man auch von Akimailing 5 auf 7 updatet, muss man das, wenn man das 5er deinstalliert, muss man das auch machen. Genau, wir waren eigentlich noch davor.
Genau, wenn man da bei den Backups, bei den Extensions. Ja, genau, da waren wir gerade noch. Also bei den Joomla, wenn es alte Installationen sieht, man sieht dann auch die ersten Beiträge, die erstellt wurden am Datum. Also wenn man wissen will, wie alt ist denn die Seite oder was ist denn da drinnen, dann sieht man auch das Erstellungsdatum von diesen ersten Beiträgen. Wenn das zwei, ich habe schon einige Daten, wo das halt dann 2007, 2011, 2012 oder so. Das sind dann schon alte Installationen, da muss man dann schon schauen, ist da Updates immer sauber durchgelaufen oder eben Tabellen anschauen und solche Geschichten. Jetzt wollte ich noch was sagen. Ah ja, genau, was immer ganz gefährlich, sage ich jetzt, oder blöd ist, diese Template-Clubs haben ja zum Teil, oder es gibt ja generell, wenn du dir die Templates runter, also ein Template runterlädst, dass du eine komplette Joomla-Installation hast, wo alles fertig drinnen ist. Quick-Start. Ja, Quick-Start-Packages. Ich hasse das, ja. Dann hast du da 100.000 Beiträge drinnen, die dann die Leute oft auch nicht unveröffentlicht lorem ipsum googeln. Das ist ein Wahnsinn. Also ich mag das gar nicht. Ich fange echt wirklich am liebsten in einer komplett leeren, also ein neues Projekt, leere Installation, die Inhalte selber anlegen, auch mit den Beispieldaten bin ich auch immer vorsichtig. Also wenn ich wirklich ein neues Projekt anfange. Aber, das war jetzt der Exkurs, aber wenn man schon in den Kategorien sieht, das sind so Kategorien, die inhaltlich nichts mit der Webseite zu tun haben, dann haben die da wahrscheinlich mal irgend so ein, mit so einem Quickstart-Paket gestartet. Da kann man auch gut aufräumen meistens. Aber jetzt sind wir schon wieder im Tun, wir wollten ja eigentlich noch prüfen. Genau, also das ist, glaube ich, eh relativ vollständig. Oder fällt euch da noch was ein, was mal eingeloggt ist? Und bei dieser Manage-ID, was da fragt, es gibt ja auch diese Filter noch, Core und Nicht-Core. Das stimmt, ja. Das ist Joomla 4. Das ist Joomla 4. Das finde ich auch total praktisch, ja. Diesen Filter oder diesen Package-Filter jetzt ganz neu bei 4.2 oder so, wenn da nach der Package-Nummer suchen kann, wo man alles hat, was dazu gehört. Ja. Genau, dann ja, aufräumen ist dann eh nochmal anders, aber es geht ja jetzt wirklich nur mehr ums zu schauen. Checkliste, wir machen noch nichts. Genau, und dann habe ich noch diese zwei Punkte, also wenn man wirklich FTP-Zugriff hat oder Datenbankzugriff oder beides dann, also wenn man dann wirklich schon ins Detail geht. Also wenn man es genau wissen will bei FTP, also oder man ein Backup hat, das wirklich lokal installieren, eine blanke Joomla, gleiche Version installieren und ein Diff machen. Also schauen, welche Dateien, also Datei-Ordner-Vergleich. Gibt es Tools dafür? Beyond Compare geht super, wenn man sonst nichts hat. Oder und dann wirklich zu schauen, gibt es in den Core-Dateien Änderungen? Core-Hacks, was auch immer, gehackte Seite, was auch immer. Und wirklich die Verzeichnisse zu vergleichen. Und wenn da zum Beispiel 4-5 Extensions drinnen sind und ich habe die alle, dann könnte man die dazu installieren, dann sieht man es wirklich noch besser, also auch auf Extension-Basis. Also da sieht man wirklich schon im Detail, das ist dann schon aufwendig. Aber wenn man sich absichern will, ja, zur eigenen Sicherheit nochmal zu schauen, was da auf der Seite läuft. Also das ist eins, oder generell wegen dem Hack kann man das auch machen, wenn man weiß, die Seite hat irgendwas, wirklich die Dateien auf File-Ebene zu vergleichen. Generell dann auch FTP einmal einloggen und das Root-Verzeichnis durchschauen, was da alles so für Ordner herumliegen. Auch abgleichen mit einer normalen Joomla-Standard-Installation, das sind auch wilde Sachen manchmal. Letztens war ich wieder auf einem Kunden, die gestellen jetzt auf ein anderes System um und die haben in ihrem Account in der Hauptdomain Joomla drinnen und ich glaube, da routen circa 7 Subdomains rein, die alle da im Unterverzeichnis liegen. Also wildest. Also muss man echt aufpassen, weil dann hast du eigentlich, wenn da irgendwo eine alte Kopie ist von irgendeiner Seite in irgendeiner Subdomain, die eigentlich eh nicht öffentlich ist, die aber im Hauptverzeichnis von der Joomla-Webseite liegt und das vielleicht in Joomla 2.5 oder 3.1, keine Ahnung, dann ist das eine Sicherheitslücke. Ja? Also das sieht man schon viel einfach nur auf der ersten Ebene. Ja, oder dass irgendwelche WordPress-Seiten unter der Joomla-Webseite, der Router auch installiert, haben wir auch schon mehrmals gesehen. Ja. Also letztens eine Joomla-Webseite, die auch den Shop hatten gehabt, die hatten auch zwei WordPress-Instanzen noch unterliegen. Ich habe nochmal nachgefragt. Ja, der Informatiklehrer wollte für das und das unbedingt eine WordPress-Seite noch parallel laufen haben, weil er darüber irgendwelche Anmeldungen für irgendwelche AGs dann gemacht hat, weil das über Joomla für ihn zu kompliziert zu abbilden war. Also installiere ich noch zwei weitere WordPress-Seiten und dann muss ich die auch warten zusätzlich zur Joomla-Seite. Also drei Projekte. Ja, also da sieht man auch schon viel auf der, oder mal in den Temp-Ordner oder in den Cache-Ordner reinzuschauen, was da so rumliegt. Also Temp-Ordner, da sieht man auch immer so, also früher jetzt nicht mehr so, fehlgeschlagene Updates, fehlgeschlagene Erweiterungsupdates oder so, wenn da was mal nicht funktioniert hat oder so.
Genau, also die Root-Ebene anzuschauen. Wenn du alles so festgestellt hast, dann lassen wir uns im Grunde auch schon mal das wird toll, das passiert. Ja, sicher. Warum nicht? Sicher. Also wenn die kommen ja mit einem bestimmten Grund. Wenn die nur wollen, dass dann jemand nur weiß, was sich tut, und ich merke, dass da wirklich viel im Argen liegt, dann sage ich ja schon, entweder ich mache es nicht, weil ich weiß nicht, was da passiert, weil dann ist die Seite gehackt, dann habe ich womöglich Schuld, weil ich nichts gemacht oder gesagt habe. Also das mache ich nicht. Und man hat in gewisser Weise ja auch, wenn du wirklich beauftragt wirst, die Seite zu betreuen, hast du ja auch eine Hinweispflicht. Also wenn du da Sicherheitslücken siehst, musst du ja eigentlich was sagen. Ne? Ich meine auch, wenn du das reinstallierst und sichtest und aussortierst. Nee, das mache ich nur mit Auftrag. Verschlanken kann und ja. Das mache ich normalerweise jetzt halt vor Updates. Joomla 3 auf Joomla 4 Update, das ist immer ein guter Punkt aufzuräumen. Mhm. Auch weil sonst das Update womöglich ja nicht funktioniert. Oder auch mal ärgern, wenn man genau. Genau. Und da ist es ganz klar mit dabei. Also, dass man auch vorher nochmal durchgeht, hey, habt ihr das und das und das installiert, braucht ihr das wirklich? Und da fliegt ja, auch alles. Unterstrich alt, auch noch die Vorwebseite. Ja. Ja, ja. Das ist so oft gesehen. Ja. Ja. Aber das kannst du ja tatsächlich auch nur festlegen, wenn du dir den Überblick hast und dann eine Postmarktstellung abgeben musst. Ne? Ja, oder wie einerseits mit dem Zahnarzt, oder ich sage dann schon auch beim Installateur auch so, wenn der einen neuen Wasserhahn legen soll oder was neu machen soll, wenn der die Wand aufklopft, sieht er auch erst, wie die Leitung drunter aussieht. Ne? Mhm. Also ich mache da schon so ein Disclaimer auch, sage so, ich habe das System jetzt gesehen, ich war eingeloggt, aber wenn beim Update Sachen kommen, die ich jetzt nicht sehen kann, dann sage ich Bescheid und wir entscheiden dann, was wir tun. Und, ja, genau. Ja, ist so. Der verrechnen wir dann auch extra, weil die da 2 Stunden länger gestemmt haben. Ja, kann ich auch nichts ändern. Ne? Wenn du jetzt bemerkst, das ist schon 1.5, dann war es auf 2.5 und 3.1 und jetzt auf 4, dann muss man doch den Kunden nachlegen, jetzt können wir auch nochmal neu beginnen. Naja, teilweise gibt es ja ein Layout, das ist ja schon neu gemacht worden teilweise, aber die Inhalte wollen die auch migrieren, dann ist es einfacher, die 3.5er Seite auf eine 4er Seite noch hochzuziehen, als die neu zu machen. Also wenn das du ja Kunden Seiten, wir haben Kunden, die haben teilweise 10.000 Artikel angelegt in ihrer Webseite. Die machst du nicht mal eben neu. Ja, ja und das ist nichts, grundsätzlich ja nichts Schlechtes dran, dass die Seite schon so alt ist. Das macht ja nichts. Aber es macht Sinn, hin und wieder aufzuräumen. Und wenn das aufgeräumt ist und das sauber ist, macht ja, würde ich nicht, wenn es nicht eine komplett neue Struktur, also eine neue Inhalte sein sollen, würde ich das immer mit dem Vorhandenen weiterarbeiten. Also das, ich mache ganz selten, dass wir wirklich so sagen, okay, wir machen die Seite neu, weil das wird so nicht gemacht. Meistens ist das... Ein Projekt ist das bei 1.5 noch und die kannst du nicht hochziehen. Ja, dann... Kannst du schon wie sollen. Ja. Und dann habe ich einfach, weil J2XML noch nicht mit Joomla 4 gibt, weil was von der Alpha-Version, habe ich eine frische 3er-Version installiert. Inhalte übertragen und dann die frische Daten auf die gezogen. Der Vorteil ist bei solchen Sachen, man muss sich immer nur um die Daten kümmern. Es ist ja an der Stelle egal, wie das dann zu dem Zeitpunkt aussieht. Also ich habe vor 2 Jahren haben wir begonnen, letztes Jahr dann tatsächlich gemacht. Eine 1.0er Seite ist jetzt 4. Man muss schon ein bisschen die Tools suchen, dass man die noch alle hat. Also so diese ganzen Update-Geschichten, aber es geht. Und war auch nicht die Frage, also da war auch ein Forum dabei und da kannst du so viel User-Generated Content kannst du nicht mehr. Und dann musstest du über 2 andere Foren gehen und jetzt ist Kunena, aber es geht mit Joomla 4. Gut, genau, also da haben wir gesagt, also auf FTP, dann auch auf der Root-Ebene und wenn ich FTP-Zugriff habe, dann kann ich natürlich in die Configuration-PHP reinschauen und kann mir da die notfalls Datenbank-Zugangsdaten ausholen oder so, aber da muss man dann schon immer mit dem Kunden auch gut sprechen, also das würde ich nicht machen, ohne dass der das weiß. Ja. Also da muss ich schon einen Auftrag dafür haben, aber um einen Überblick zu verschaffen, die wollen ja dann manchmal auch wissen, was der alte Webdesigner verbrochen hat, ja, und das ist ja auch ganz gut, dann... Genau, wenn jemand dann Datenbankzugriff tatsächlich hat, natürlich viel besser bei PHP MyAdmin oder sonst irgendwas, schauen, wie viele Tabellen einerseits da drinnen sind, ob wie viele Altlasten da drinnen sind, auch so mal einen groben Blick zu kriegen, wie groß sind denn die Tabellen, also wie viele Einträge sind denn da drinnen. Ne? Dass das so, dann auch, da sieht man auch ganz gut, ob mal so eine Stageit, ich weiß nicht, ob das Stageit die Komponente von euch erkennt. Das ist eigentlich ganz cool. Also es macht dir halt in der Joomla-Installation eine Kopie, die dann im Unterordner Stageit drinnen liegt. Du könntest das auch wieder zurückspielen, das mache ich jetzt normalerweise nicht, aber und dann kannst du es halt wieder auch deinstallieren, aber du könntest eine Kopie machen.
machen, da drinnen was ausprobieren und dann das wieder und dann in der Live-Datenbank machen zum Beispiel. Geht ziemlich cool. Das macht nur, dass bei großen Installationen muss man aufpassen, weil das legt, das macht ja das nur über Programmierung quasi, es kopiert alles in Unterordner, das geht ja noch programmierungsmäßig gut, aber es legt alle Tabellen nochmal in der Datenbank an. Das heißt, man hat je zweimal dann die Tabellen drinnen. Das ist natürlich nicht so ganz hübsch, aber es kann halt nicht eine neue Datenbank anlegen. Ne? Aber das würde man jemand diesen, das hat nämlich eben dieses immer STG vorne, daran erkennt man das. Das wäre zum Beispiel eine so Erkenntnisding. Und in der Datenbank sieht man eben auch nicht installierte Extensions, die irgendwann mal installiert waren. Und da auch nochmal zu schauen, sind da Daten drinnen. Wenn eh keine drinnen sind, dann kann man die auch löschen, wenn es dann soweit ist. Genau. Genau. Das mit Datenbank. Mal, was man auch ganz gut, wenn man nicht in die Datenbank kommt und man wissen will, auch manchmal, wie groß da einzelne Sachen sind, man sieht bei Arkiva Backup, kann man ja, gibt es ja dieses File and Directory Exclusion und das kann, man kann auch im Arkiva Backup ja auch Tabellen ausschließen. Das geht, glaube ich, sogar in der Free-Version. Und da sieht man, wie viele Einträge in den Datenbanken drinnen sind. Das ist auch ganz praktisch manchmal, weil man, da kriegt man einen Überblick, wie groß zum Beispiel manche Sachen sind. Die, also ich habe in einer Daten, also in einer Installation, da habe ich keinen Superadministrator und einen eingeschränkten Administrator. Und ich wollte aber gerne wissen, was da so für Tabellen drinnen sind. Und ich sehe das ja aber sonst nicht. Aber Arkiva Backup-Zugriff habe ich, weil ich ein Backup gemacht habe. Und da konnte ich dann in den Tabellen sehen, was dann auch so alles drinnen war. Also manchmal sieht man es, das war als ein Kunden, weil also ich war halt da so. Ich habe keine nichts machen damit, ne? Aber zu sehen, dass da große Tabellen sind. Aber wie willst du eine Webseite sinnvoll betreuen, wenn du keinen Superadministrator hast? Geht nicht. Das ist immer noch die Analysephase quasi. Ja. Ja. Also das, ja. Ja, genau. Das, was das war man bei Joomla. Genau, sonstiges. Genau, was so, sonst noch so wäre, wenn man dann schon wirklich ein Backup hat. Und manche Kunden sagen auch, ich lasse sie nicht rein in die echte Datenbank, aber man kriegt ein Backup, das sind dann vielleicht schon, also die kennen sich dann schon besser aus, das sind vielleicht zum Beispiel keine User-Daten oder so drinnen. Oder generell das Backup gleich mal wiederherstellen, prüfen, ja, ist das überhaupt ein funktionierendes Backup, das die haben. Da gibt es ein Tool, das macht das auch online, Backup Monkey, aber da braucht man dann schon ein paar andere Sachen. Aber wenn ich so eine, nur so eine zur Analyse habe, dann trotzdem mal schauen, kann ich das Backup eigentlich wiederherstellen. Ja. Und zwar, ich darf da auch gerne einen guten Aktiver, auch in der Free-Version. Mhm. Ich glaube ganz gut, ich sehe keinen Weg, wie ich eine Seite live wiederherstellen kann, ohne dass ich eine Auswahl habe, sprich alles löschen. Und da über die Dateien der Kickstart PHP neu installieren. Nee. Du kannst theoretisch ein neues Verzeichnis anlegen für einen Unterordner, da rein das entpacken, installieren und danach den Domain zuweisen. Und dann hast du quasi keinen Downtime. Ich würde aber trotzdem dann vorher den Login in der Live-Seite deaktivieren, dass keiner in dem Moment sich einloggt und Änderungen im Inhalt macht. Ja. Okay, na, das stimmt. Das geht. Hast du dann noch Zugriff im Backend oder nicht? Ist das nur, dass du eine alte Version haben willst? Ja, was auch immer passiert, also gibt es ja verschiedene Szenarien. Nee, weil du kannst ja in Arkiva Backup dich einloggen und dann auf Restore, also Manage Backups, Restore. Und dann kannst du einfach sagen, die jetzt wiederherstellen. Das geht direkt live, das geht ziemlich cool. Und dann lädt man direkt hoch. Nee, brauchst nicht. Ja, der kann auf das zugreifen, ja, wo es hingespielt also hat. Wenn es noch vorhanden ist. Kann er auch aus einem externen, also wenn du FTP woanders hingesichert hast, das kann er es zurückholen. Live-Prozess, ne? Bitte? Dann bleibt die Seite bei der Live. Ja, genau. Da ist maximal ein ganz kurzes Ding drinnen. Ja. Habe ich gerade letzte Woche wieder genommen. In der kostenpflichtigen Version. Das weiß ich jetzt nicht. Das kann auch sein, dass das dann in der Pro ist. Das kann sein. Gibt es? Unterscheidet sich nur, dass du dann auf externen Server auf dem NAS. Das stimmt, das kann sein. Weil die kostenlose, die speichert nur lokal in diesem Administrator, in diesem Backup-Ordner, ja. Komponenten. Aber wenn Arkiva an der ja, aber das Restore geht eigentlich ganz gut. Aber Arkiva Backup kostet was? 40 Euro im Jahr? Für unendliche Installationen. Also es ist total fair. Also, ja. Und du kannst es für beliebig viele Installationen verwenden. Dann habe ich direkt die nächste Frage. Ja. Kann ich dann auf eine Testdomain dann auch ein fremdes aktiver Backup wieder aufspielen, ja, wenn es geht mit dem, dass ich sage, ich nehme das jetzt hoch, um zu gucken, ob das Backup gut war? Ja, ja, aber eine Datenbank. Ich würde wahrscheinlich eine neue Datenbank anlegen oder schauen, dass die Datenbank. Wobei du kannst beim Backup sogar sagen, soll er dir die Datenbank leer machen. Ne?
Muss aufpassen. Außer wenn die Passwort vergeben haben. Man kann ja auch ja. ein Backup Passwort vergeben. Und ja, das wäre wenn du dir gemacht hätte, dann kannst du es nicht einfach. Aber wenn du ein Backup hast, ja, kannst du machen. Kann ich ja quasi ein Backup nach dem anderen gucken. Ja, genau. Immer auf einer Testung. Ja, genau. Kannst du auch lokal aufmachen. Ja. Geht schneller. Geht auch, ja. Genau, und dann haben wir noch, was sonst noch so wäre, also im Backup wiederherstellen. HT-Access kann man eigentlich auch schon machen, wenn man FTP-Zugriff hat, in die HT-Access mal reinzuschauen, sind da Umleitungen, ist da wildes Zeug drinnen, ist das von, weiß ich nicht, da sieht man auch manchmal Sachen, oder wie viele Weiterleitungen sind da oder so. Genau. Dann, wenn da Menschen sind, mit denen man sprechen kann oder sich das ansehen kann, denen mal auch, also wenn es dann wirklich geht, zu schauen, wie arbeiten die tatsächlich. Also wenn es dann darum geht, ein neues Projekt zu planen oder das zukünftig zu machen, was machen die da drinnen überhaupt in Joomla? Ja? Machen die eh mal und die manchmal machen die Sachen so kompliziert und es geht viel einfacher. Wirklich eine Viertelstunde hinsetzen und zu sagen, wir schauen ihnen beim Arbeiten zu und sagen ihnen dann, wo wir glauben, dass wir Sachen verbessern, Arbeitsabläufe vereinfachen können. Wir haben das angeboten im Mai beim großen Projekt. Und die waren total erleichtert. Und sie würden uns wirklich beim Arbeiten zusehen, wie wir damit arbeiten. Ich sagte, ja, und wir geben ihnen dann gerne auch gleich direkt Tipps oder lassen das halt in das Projekt einfließen. Die waren total von den Socken, fanden, das haben sie noch nicht gehört. Das war wirklich eine gute Idee. Das war echt schön. Also die, ja, die fanden das halt sehr hilfreich, weil die haben auch ganz komische Sachen verwendet. Aber okay. Oder die eben aufzufordern oder zu bitten, die häufigsten Prozesse aufzuschreiben, was sie so mit Joomla machen normalerweise. Weil dann sieht man auch schon mal... wo kann man was optimieren vielleicht, wo kann man einen Menüpunkt anlegen oder so. Ja. Genau, Tools, die es eben auch gibt, wenn man gerade schauen will, ob so eine Seite nicht gehackt ist, und dann mal, also wenn es wirklich eine ganz komische Geschichte ist und man sich absichern will, also das myjoomla.com, immer wieder auch umstritten, aber der hat gute Security-Tools drin. Ja. Kann man auch einmalig machen und das zahlen oder auch mal eine Seite säubern zu lassen, kann man gut verwenden. Oder sonst, der Backup Monkey hat auch drinnen, kann man auch so eine Sicherheitsprüfung machen, der sagt einem dann auch, ob da Core-Hacks zum Beispiel drinnen sind. Also kriegt man auch so ein bisschen was raus. Ja, Joomla. Verändert worden. Ja, genau. Also quasi. Dass es nicht unbedingt ein Hack sein muss, ne? Ja, das stimmt schon. Der Hinweis, dass da ja. irgendwas am Core mal gemacht worden ist. Ich habe auch schon Seiten gesehen, die Kunden hatten, wo die dann meinten, so, ah, mir gefällt die Funktion nicht, ich mache da mal eben selber was ja. im Core. Also, oder spiegel den Router komplett rum im Joomla, weil ich es lieber anders haben möchte. Also. Und da sieht man eben mit so Tools, die einem das relativ schnell anzeigen, oder man lädt sich halt die Dateistruktur runter und vergleicht es lokal. Also ja, gleiche Funktionen. Aber die macht direkt. Also wenn man diese Tools zeigen ja auch meistens dann direkt an, was da passiert und was man da jetzt groß suchen muss. Das ist schon ein Tool meistens zu bevorzugen. Also wenn man auf der sicheren Seite sein will, dann macht das Sinn. Also gerade bei größeren Projekten, jetzt bei so einem 2000 Euro, 500 irgendwas, lohnt sich wahrscheinlich nicht. Da will man sich schon absichern, aber wenn es dann in den fünfstelligen Bereich reingeht. Sechsstelligen Bereich würde ich da schon. Jo, das war's, glaube ich, soweit. Joomla Hidden Secrets. Und dann ist aber immer noch spannend, was steht denn in den Beiträgen drinnen? Also, aber es sind dann eher halt so gehackte Seiten, wo dann unten an jedem Beitrag so ein schönes JavaScript dran stand. Das ist nochmal ein anderes Thema. Inline-Style. Ja. Jo. Vielen Dank. Bitte gerne. Ja.